Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Wir gucken erstmal unser Team an, weil wenn wir uns irgendwas kaufen wollten, umbauen wollten, dann wird es hier ein ganz enges Fahrwasser. Freunde, so, hier, Team, ne? Muss ich dir ehrlich sagen, ich gebe bei dem Team jedem eine 1 plus mit Sternchen, bis auf der Keule. Und den haben wir auch schon vorhin verkaufen müssen. Ich würde bei dem Team trotzdem ein paar hervorheben, da muss ich ehrlichweise sagen. Team war, wir können ja erstmal meine Meinung, dann gehen wir jetzt die Maus-Meinung durch, ne? Ich habe ja ungefähr die gleiche. Ich muss sagen, Jungs, mit Abstand bei uns, und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass da diesem Kamerad nochmal viel mehr geht, Oblak. Fazit. Für 218.000 ein absoluter fucking Game-Changer. Ey, wir hatten aber diesmal die Clove drauf. Ja. Was viele auch gesagt haben, ne? Der war ein absoluter Game-Changer. Oblak, 11 von 10 Tüten, Digga. Ob die kommen wir gerade zu. Sag ich euch, wie es ist. Die komplette Verteidigung würde ich durchweg, gebe ich der kompletten Verteidigung als souveräne 1. Weil jeder von denen war stark, hat nett geschwächelt. Paris war auch sehr, sehr gut. Reimer zum Beispiel von letzter Woche hat noch ein bisschen geilere Spieleröffnung gehabt, aber im Großen und Ganzen trotzdem die 1. Reimer war so die 1 mit Sternchen. Ja. Hier dasselbe, Roberto Carlos, Varane, Diego Carlos, oh alle Gott. Komplette 1. Dann kommen wir nochmal zu so einem kleinen, den ich gern hervorheben würde, wegen besonders gute und hervorragende Leistung. Höchste Podest willst du denn stellen? Höchste Podest stelle ich ihn mit drauf. Mit Abstand den geilsten 6er, 8er, den ich bis jetzt gezockt habe, der war sogar noch stärker wie Philipp Lahm und Kanté meiner Meinung nach, weil er defensiv genauso viel geackert hat, defensiv genauso viel Zweikämpfe gewonnen hat und nach vorne hin halt eine Waffe war, Digga. Eine absolute Waffe war, der auch mal den einen oder anderen reingedrückt hat, ne? Also absolute Waffe, der Typ. Eins mit Sternchen. Saint-Maxim kam bei uns im 4-4-2 über die Außen, also nicht im Doppelsturm wie die WL zuvor mit Dembele. Deswegen ist der Kollege, er ist von, wie viele Spiele haben wir dann am Ende gemacht? 30 Spiele sogar gemacht. Ist er in 30 Spiele 28 Mal gegen Mondi gelaufen, einmal gegen Adama Traoré und einmal gegen Telles. Ich muss den Mann in Schutz nehmen, ist so ein bisschen mein Kind. Ne? Hat er hart zu knabbern gehabt über die Außen, wobei die Werten eigentlich so krass aussehen. Ne? Da hat ja auch die WL davor, muss man ja sagen, abgeliefert. Ne? Da war aber auch im Sturm. Ne? Ja. Deswegen kriegt er hier bei mir eine schwache 1. So, ich will ihn jetzt nicht vor der Mannschaft bloßstellen und sagen, Bro, du bist der Einzige hier im Team, der die 2 kriegt. Das will ich nicht, so einer bin ich nicht. Ich bin nicht so einer von der Sorte Lehrer, sondern ich sag zu ihm, Bro, ich nehme ihn in den Arm und sag, Bro, es war schwer. Du hast nur gegen Schwitzer geölt auf der linken Seite. Es war schwer für dich. Es war bockschwer. Ich bin aber stolz auf dich. Da guckt er dich so, mit dem Gesicht an gerade. Ja. Gerade liegt er so in deinem Arm drin. Ja, so. Das sind dann auch so meine Worte, die ich einfach für Saint habe. Ne? Also ganz geiler Typ, ganz geiler Typ. Vor allem auch ein großer Penis, sympathisch. Kommen wir direkt hierher, wo ich sage, dieser Bratan hat bis jetzt alles in den Schatten gestellt, was wir im Sturm gespielt haben. Egal ob Pelé 95, ob R9 94, ob Saint-Maxim, ob Dembele, ob Lewandowski, ob Haaland. Keine Ahnung, wer alles da vorne schon aufgelaufen ist für Tizi Schubesch. Eto'o ist die Macht. Eto'o war die Macht. 33 Spiele, 32 Tore, 20 Vorlagen, einmal auch dreckig, gelbe Karte gezogen. Unmenschlich stark. Meiner Meinung nach der beste Stürmer, den wir bis jetzt gezockt haben. Safe, unterschreibe ich dir. Beste. Brief und Siegel. Der Typ, der ist wendiger wie Lucy Cat im Bett, Digga. Er macht alles mit. Er war... Ich hatte sie leider noch nicht, aber ich denke, die ist sehr wendig. Er war der Mann ohne Wirbelsäule da vorne. Digga, vor allen Dingen, weil alle so gesagt haben, der spielt sich wie ein Bau, wie ein Brecher und sowas. Der war Wahnsinn, Junge. Der war kopfballstark, der war abschlussstark, der war trippelstark. Die Bewegungen, also... Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Wirklich willenlos, Digga. Absolut willenlose Karte. Gut für knapp 3,7 Mios. Ja, aber überleg mal, was ein R9 kostet. Ja, also definitiv mit ist der stärkste Stürmer, den wir bis jetzt gezockt haben, meiner Meinung nach. Über Mbappé brauchen wir nicht reden. 33 Spiele gemacht, 31 auch... Hä? Ein Tor mehr, der hat's gewonnen, ne? Ja, die Jungs haben sich ganz schön den Riss gegeben, ja. Ne?
Ach, am Ende kriegt er die Torschützenkanone. Wobei trotzdem Eto'o ich auch stärker finde wie Mbappé, auch wenn jetzt Mbappé ein Tor mehr hat. Eto'o weniger ist einfach, hat ein Tor weniger. Mbappé hat eins mehr. Nee, der hat 31, hat 32 Tore, der hat 31 Tore, der hat 32 Tore. Ja, Ehrenmann, Digga, sogar noch besser. Das sagt er, der streicht ja doch seine Leistung. Ah ja, eindeutig, hä? Aber gut, Mbappé auch meiner Meinung nach safe ein Einser. Marquinhos hatte ich 2 Spiele Division gemacht, war ich so ein bisschen so, ziemliche Kante, ne, ziemlich behäbig, aber in der WL kriegt er auch eine 1, alles abgeräumt. Ich fand, der mit Bobby war die perfekte Kombi, ne? Kombi, ja. Lief wirklich unnormal. Dann kommen wir auch zu einer, der so ein bisschen undercover läuft, aber wo meiner Meinung nach der stärkste ist, den wir bis jetzt im 4-4-2 über die Außen gespielt haben. Der Typ ist dynamisch, er führt die Skills schnell aus, er ist bockkalt vom Tor und du kannst ihn nicht vom Ball trennen. Ja, Wahnsinn. Die Füße so, der hat sich ja durchgeschwindelt. Mein lieber Scholli. Der musste ja auch über die Außen kommen. Ja. Und der hat mir 10-mal besser gefallen wie ein Maxim. Der war wirklich... Ich meine, gut, es gibt auch kein Mandy auf der Seite. Da gab es kein Mandy. Absolute Liebe auch, Mané. Mit den Stärksten, die wir bis jetzt in 4-4-2 gezockt haben. Und damit bin ich mit meiner Teambewertung durch. So ist bei mir auch. Und da schreibe ich so. Doch einfach nach, hab doch mal deine eigene Meinung. Ja, aber das war doch meine Meinung, Freunde. Da kann ich nichts draufsetzen, nur dass ich dem Kollege hier eine 2 geben würde. Hör doch auf! Ich würde vom Team bloßstellen, weil Preis-Leistung, wir haben ja auch direkt über die Jordan geschickt, fand ich den hier halt 10-mal besser. Muss ich ehrlicherweise sagen. Aber so, Perez würde ich auch eine 1- noch geben. Aber ansonsten gibt's da alles, unterschreibe ich da alles. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Team? Das ist die Frage. Oh, Puskás darf man nicht vergessen, Digga. Einwechsel Man of the Match, Alter. Puskás, 1. 1. Puskás, linke Klebe, unvergesslich. Stimmt nicht, Björn. Was denn? Ich habe keine eigene Meinung, stimmt nicht. Aber... Stimmt es. Hä? Stimmt es. Nee. Was soll ich dazu sagen? Das Team war geil. Never change a running system. Ja, wir müssen noch ein bisschen gucken, Freunde. Ja, die Frage ist ja, Elhamdulillah, sollen wir jetzt schon ein bisschen was verkaufen, auch hinsichtlich aufs Toadie? Eine WL jetzt quasi gefühlt mit... Bisschen Untrade, bisschen halt hier so lassen und zocken. Oder was soll man machen? Oh, so ein Untrade-Team, so ein komplettes wäre auch mal was Feines. Weil was schlummert jetzt noch? Wir haben jetzt knapp 5-5 auf der Uhr, ja, ne? Gehen wir auf Oblak 213. Sagen wir mal, es sind 5,17. Okay. Was ist denn noch wert? Sind 6. Oh, die Preise sind wieder ein bisschen angezogen, kann das sein, ja, ne? Ja, der wird so seinen Preis halten, ne? Broski macht's auch so. Sind wir bei 6,5, sage ich mal. Roberto Carlos kriegen wir auch noch eine Mille, ne? Geh mal rüber, hopp, schlaf dann ein, Bro. Ich muss gerade mal einen Furz riechen, der stinkt bestialisch. Sind wir bei vielleicht 7,5? Diego Carlos? Haben wir gekauft für, nicht viel. Okay, bei 7,6 stufen wir ein uns. Der kostet nichts. Bobby ist untrade. Mhm. Den haben wir gekauft für 2,1. Kriegen wir auch wieder, sind 7,6, sind 8,7. Ne, ist 9,7. Ja, 9,7 plus nochmal 3 Mios drauf. Sind wir bei 12,7, vielleicht 13. Für den kriegen wir auch mal einen gute 2er, rechne ich mal. Safe, ja. Sind wir bei 15 Mios. Der ist untrade. Und der ist untrade. Denkt an die 5% Männer. Ja, ich habe schon immer so ein bisschen weniger gerechnet. An die Märchensteuer, ne? An die Märchensteuer. Habe ich schon so ein bisschen abgezogen, ein bisschen abgerundet. Ja, dann würde ich sagen, gib ihm raus alles, ne? Und wir bauen uns, wir haben ja geile Karten, wo wir was mit anfangen können. Guck mal.